Im Treppenhaus erstochen. Diese 18-Jährige wird von ihrem Ehemann umgebracht, weil sie angeblich seine Ehre verletzt hat. Ihr erschütterndes Tagebuch. Therapie für Pädophile. Männer mit Sexualkulose reagieren US-Behörden scharf. Dieser Kranke muss in Zwangsquarantäne und ins Gefängnis. Und fliegen wie Spider-Man. Weil er sein wollte wie sein Comic-Idol, springt ein 5-Jähriger aus dem 7. Stock. Wie er das überlebt hat. Und hier sind die Vox-Nachrichten. Herzlich willkommen. Dieses Urteil gegen zwei Polizisten hat heute alle im Landgericht Lübeck überrascht. Fahrlässige Tötung, so der Schuldspruch, weil die Beamten einen 18-jährigen Betrunkenen hilflos an einer Straße ausgesetzt hatten. Der Schüler wurde wenig später überfahren. Selbst die Staatsanwälte hatten einen Freispruch gefordert. Alexander M. und sein Kollege Hans-Joachim G. Soeben wurde das Urteil verkündet. Doch mit der hohen Bewährungsstrafe haben die Beamten nicht gerechnet. 9 Monate Gefängnis zur Bewährung ausgesetzt, weil sie den 18-jährigen Robert betrunken aus ihrem Streifenwagen aussteigen ließen und der Gymnasiast überfahren wurde. Ich hatte noch keine Zeit nachzudenken. Es ist für mich wichtig, dass sie für schuldig gesprochen sind, denn das sind sie auch in meinen Augen. Vor der Verkündung gaben sich die Beamten noch zuversichtlich, hatte doch nicht nur ihr Verteidiger, sondern auch der Staatsanwalt einen Freispruch gefordert. Doch die Richter machten klar, die Polizisten haben ihre Pflicht gravierend vernachlässigt. Es war die Nacht auf den 1. Dezember 2002, als der 18-jährige Robert auf einer Landstraße stirbt. Zuvor war er betrunken aus seiner Disco gekommen, die Polizisten setzten ihn in ihren Streifenwagen. Bei der Ortsbegehung wird klar, die Beamten fahren ihn 11 Kilometer weit weg, dann lassen sie den Schüler aus dem Auto. Eine Stunde später wird er überfahren und stirbt. Fast 2 Promille hatte der 18-Jährige im Blut, in seinem Zustand war er völlig hilflos, ohne Jacke und barfuß bei Minusgraden. Der Richter ist überzeugt, die Beamten hätten damit rechnen müssen, dass ihm etwas zustößt, hätten ihn nicht allein lassen dürfen. Die beiden hätten ihn nach Hause fahren sollen oder zumindest in ein Taxi setzen müssen. Die Staatsanwälte wollten nicht ermitteln. Roberts Eltern hatten den Prozess mit einem Gerichtsurteil erzwingen müssen. Die beiden Beamten sind mit der 9-monatigen Bewährungsstrafe scharf an ihrer Entfernung aus dem Dienst vorbeigeschrammt. Zu einer Entschuldigung bei Robert M.'s Eltern haben sie sich erst kurz vor Prozessende durchgerungen. Er hat nichts verbrochen und sitzt trotzdem im Gefängnis. Der 27-jährige Robert Daniels wurde eingesperrt, damit er mit seiner hochansteckenden Form der Tuberkulose niemanden infiziert. Die tödliche Infektionskrankheit ist wieder auf dem Vormarsch. 30 Millionen Menschen werden in den kommenden 10 Jahren an Tuberkulose sterben, schätzt die Weltgesundheitsorganisation. Seit 10 Monaten lebt Robert Daniels hinter dieser Stahltür im Quarantäneteil eines US-Gefängnisses. Einziger Kontakt des Familienvaters zur Außenwelt, ein Telefon. Plötzlich wirst du Häftling genannt, hast eine Nummer und in deiner Zelle sind Gitter an den Fenstern. Menschenrechtsorganisationen in den USA laufen Sturm gegen die Inhaftierung eines kranken Menschen. Dass er aber isoliert wird, halten deutsche Ärzte für richtig. Ja, die Tuberkulose ist ja eine im Prinzip sehr gefährliche Erkrankung, wie man von früher weiß. Inzwischen sterben 66.000 Europäer wieder jedes Jahr an der Infektionskrankheit, die sich meist auf die Lunge auswirkt. Reisende schleppen es oft unbemerkt aus Entwicklungsländern und vor allem aus Osteuropa ein. Fast so einfach wie ein Husten per Tröpfcheninfektion übertragen, verbreitet sich Tuberkulose schnell. Ein Erkrankter steckt dann pro Jahr etwa 10 bis 15 weitere Menschen an, rechnet die Weltgesundheitsorganisation. Derzeit suchen Gesundheitsbehörden in den USA und Europa nach den Mitreisenden eines Tuberkulosekranken, der ab dem 12. Mai nach Frankreich, Griechenland, Italien und Kanada geflogen war. Robert Daniels hat sich in Russland infiziert und war dann in die USA geflogen. Dort fand man bei ihm eine besonders gefährliche Tuberkuloseform, gegen die praktisch keine Medikamente helfen. Und wenn jetzt ein Patient tatsächlich solche Tuberkelbakterien hat, die gar nicht oder praktisch nur sehr, sehr schwer zu behandeln sind, dann muss man ihn so isolieren. Vor allem, weil der 27-Jährige sich weigerte, in der Öffentlichkeit eine Schutzmaske zu tragen. Ich bereue, was ich getan habe. Ich hätte vernünftiger sein müssen. Doch statt ihn in die Isolierstation eines Krankenhauses zu bringen, steckten ihn die Behörden ins Gefängnis. Und es kann noch Jahre dauern, bis er zu seiner Familie zurückkehren darf. Erst dann, wenn er völlig von der Tuberkulose geheilt ist. Der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt hält an. Im Mai waren 3,81 Millionen Menschen ohne Job. Das sind 161.000 weniger als im April. Damit ist die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Stand seit 5,5 Jahren.
Wegen der guten Konjunktur wird mit einem weiteren Rückgang gerechnet. Gewerkschaften und Opposition kritisieren, an den Langzeitarbeitslosen gehe der Aufschwung vorbei. Ihre Zahl ist nur um 46.000 auf 2,56 Millionen gesunken. Plötzliche Turbulenzen haben bei den Passagieren eines Fliegers aus den Niederlanden Panik über den Wolken ausgelöst. Innerhalb von Sekunden sackte die Maschine 50 Meter ab. Passagiere und Getränkewagen schleuderten durch die Kabine, Verkleidungsteile fielen von der Decke. Mit Verletzungen im Kopf- und Nackenbereich sowie Verbrennungen durch umherfliegende Getränke kamen die Passagiere in Osaka an. Nur 2 Stunden nach dem Start ihrer Maschine in Amsterdam hatte es heftige Turbulenzen gegeben. Diese Bilder zeigen das Chaos, das in der Maschine mit fast 300 Menschen an Bord herrschte. Ich wurde gegen die Decke geschleudert und prallte dann zurück auf den Boden. Die Servierwagen schossen durch die Gänge. Die Piloten hatten die Passagiere zwar noch zum Anschnallen aufgefordert, aber die Turbulenzen kamen zu plötzlich. Binnen Sekunden sank die Maschine um 50 Meter ab. Turbulenzen sind Auf- und Abwinde mit sehr hohen Geschwindigkeiten, die ein Flugzeug, wie diese Animation zeigt, heftig durchschütteln können. Versuche mit Testpersonen belegen, welche Kräfte im Innern der Maschine wirken. Viele Passagiere denken sicherlich, sie könnten sich festhalten, wenn es zu Turbulenzen kommt. Doch das geht nicht. Das passiert meistens innerhalb von Sekundenbruchteilen, als wenn das Flugzeug von einem Hammerschlag zum Beispiel getroffen wird. Und deswegen ist es wichtig, angeschnallt zu bleiben, auch wenn die Anschnallzeichen nicht leuchten. Das Flugzeug landete anschließend sicher. Die Passagiere mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Weil keine Schäden an der Boeing festgestellt wurden, flog sie gleich wieder zurück nach Amsterdam. Savants nach den Kurznachrichten. Eigene Vorstellungen. US-Präsident Bush hat überraschend eine eigene Strategie zum Klimaschutz vorgeschlagen. Die größten CO2-Produzenten sollen sich bis Ende 2008 auf eine Verringerung einigen. Dieser Vorstoß widerspricht allerdings Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie will Ziele im Kampf gegen die Klimaerwärmung bereits beim G8-Gipfel in einer Woche festschreiben. Bizarre Wende in der Giftmordaffäre um den Kreml-Kritiker Litvinenko. Der tatverdächtige Russe Andrei Lugovoy hat heute auf einer Pressekonferenz in Moskau den britischen Geheimdienst MI6 beschuldigt, Litvinenko mit Polonium verstrahlt zu haben. Wie es zu den Poloniumspuren in seinem eigenen Umfeld kam, konnte Lugovoy aber nicht erklären. Teures Computermöbel. 6 Jahre hat Microsoft an einem intelligenten Tisch gearbeitet, der mit einem Computerbildschirm verschmolzen ist. Zwischen 4.000 und 8.000 Euro kostet der mit Sensoren, 5 Kameras und Bluetooth ausgestattete Surface-Tisch. Miguel ist erst 9 und rauchte schon eine halbe Schachtel pro Tag. In seiner 7-köpfigen Familie waren alle schwere Qualmer. Vor 4 Wochen hatten sie mit den Zigaretten Schluss gemacht. Heute, am Weltnichtrauchertag, haben wir nachgesehen, ob die Familie immer noch rauchfrei ist. Die Wohnung von Familie Balk aus Köln sollte ja längst Nichtraucherzone sein. Doch die guten Vorsätze hielten nicht lange an. Die Initiatorin der Rauchfreiheit fing als erste wieder an. Hab wieder angefangen, aber 1 bis 2 Zigaretten. Aber ist auch schon wieder zu viel, weil ich wollte ja Vorbild für meine Kinder sein. Nicht nur die Vorbildfunktion hat sich in Rauch aufgelöst, sondern auch der Vorsatz, wenigstens nur noch vor der Tür zu rauchen. Darüber bekommen sich Mutter und Vater regelmäßig in die Haare. Du hast doch hier drin wieder geraucht. Weil ich du wieder auch angefangen hast mit Rauchen. Ja, weil du hier drin geraucht hast. Nein! Oh, jetzt schiebt er doch wieder auf mich, du hast ehrlich. Auch wenn Mutter Maria betont, sie rauche ja nur noch 2 Zigaretten am Tag. Mit ihrem Verhalten hat der Teufelskreis wieder von vorne begonnen. Denn nun sehen auch die Kinder keinen Grund mehr, nicht zu rauchen. Ich wollte eigentlich aufhören, aber die Gott ja immer. Ich kann nicht aufhören zu rauchen. Mutter Maria ist Opfer ihrer eigenen Inkonsequenz. Trotzdem versucht sie streng zu sein und kontrolliert ihre Kinder. Ja, rauf. Endlich. Und drauf. Mutter, schau mal was. Du bist zu klein dafür, machst dir alles kaputt. Die Lunge, du wirst krank und. Versprichst du das? Ja. Ja, okay. Nicht mehr rauchen, ne? Du gehst aber jetzt auch rauf, du hast auch Stummeres, ne? Ja, kannst du lachen. Weißt du ja, ne? Ja, und wie habe ich ein schlechtes Gewissen? Weil ich ja nun wieder angefangen habe zu rauchen und sehe ja, dass die Kinder dadurch auch wieder vielleicht eventuell angefangen haben durch mich. Und ich muss jetzt gucken, dass ich ganz aufhöre. Viel Reden, wenig Taten. Und wenn die Kinder überhaupt noch eine rauchfreie Chance bekommen sollen, dann wohl nur, wenn Mutter Maria mit gutem Beispiel vorangeht und mit der Qualmerei endgültig aufhört. Brittany Meyer ist schwer behindert, besitzt aber ein außergewöhnliches Talent. Sie kann rund 20.000 Lieder aus dem Gedächtnis spielen.
Brittany ist ein sogenannter Savant, eine Person, die einen IQ von unter 70 hat, aber auf einem speziellen Gebiet Genie-Niveau erreicht. Weltweit sind derzeit nur 50 dieser hochbegabten Menschen bekannt. Mit der Welt da draußen ist Brittany völlig überfordert. Ohne ihre Mutter Tammy ist die 18-Jährige verloren. Aber wenn Brittany am Klavier sitzt, ist jede Unsicherheit, jede Angst, jedes Zögern plötzlich völlig verschwunden. Wenn sie hier so sitzt und man unterbricht sie nicht, dann komponiert sie eine ganze CD voller Musik innerhalb eines Morgens oder gar in nur einer Stunde. Brittany kam 4 Monate zu früh zur Welt, wog nur 500 Gramm. Doch sie schaffte es ins Leben, geistig schwer behindert, blind und autistisch. Aber mit einem großen Musiktalent, denn Brittany ist ein Savant, ein Mensch mit einer speziellen Inselbegabung. Die 18-Jährige spricht kaum ein Wort, kann aber jedes Lied, das sie hört, nach kurzer Zeit nachspielen und singen und vergisst es auch nicht. Unglaubliche 20.000 sind es mittlerweile. Dabei benutzt Brittany zum Klavierspielen nur 3 Finger pro Hand. Ich bin jedes Mal erstaunt, weil es sich echt gut anhört. Sie hat einen Weg gefunden, mit nur 3 Fingern pro Hand auszukommen. Dass Brittany überhaupt in der Lage ist, Klavier zu spielen, ist auch für ihre Therapeutin unglaublich. Die Finger, die gerade noch Melodien gespielt haben, sind beim Training schon mit einer Münze fast überfordert. Bemerkenswert ist, dass sie auf der einen Seite so fantastisch Klavier spielt und auf der anderen Seite nicht in der Lage ist, einen Knopf zu schließen. Doch am Klavier zeigt Brittany dann wieder ihr ganzes Talent. Mehrere Alben gibt es schon von der 18-Jährigen. Sie spielte live vor 15.000 Menschen. Doch davon bekommt sie kaum etwas mit. Auf ihrer speziellen Insel zählt nur die Freude an der Musik. Spider-Man nach den Meldungen. Internet ermöglicht OP. In Indien wurden 10 Monate alte siamesische Zwillinge erfolgreich voneinander getrennt, weil die Ärzte sich im Internet darüber informiert hatten, wie die Operation durchzuführen ist. Die Babys und ihre Ärzte leben in einer sehr armen Region Indiens. Eine solche OP wurde dort noch nie gemacht. Tragisches Schicksal. In China ist der Versuch gescheitert, einen künstlich aufgezogenen Panda auszuwildern. Das 3 Jahre auf sein Leben in der Wildnis vorbereitete Tier wurde tot aufgefunden. Sein Körper wies Rippenbrüche und innere Verletzungen auf. Möglicherweise war er in einen Kampf mit einem ansässigen Panda verwickelt. Arbeit im All. 2 russische Kosmonauten haben bei einem 5-stündigen Außeneinsatz Platten an der ISS angebracht, die vor dem Einschlag von Meteoriten schützen sollen. Zudem ersetzten sie ein schadhaftes Antennenkabel für die Satellitennavigation. Nächste Woche sollen die beiden Männer noch einmal ins All, um weitere Arbeiten zu erledigen. Ich wäre so gern wie Spider-Man. Das dachte sich der 5 Jahre alte Abdullah aus dem türkischen Istanbul. Wie sein Held aus dem Film wollte er durch die Lüfte fliegen. Dann öffnete er das Fenster und sprang aus dem 7. Stock. Die Schwerkraft aufheben, springen, fliegen, für ihn kein Problem. Superheld Spider-Man, ein Ergebnis modernster Computertechnik. Dass alles nur ein Trick ist, daran hatte Abdullah wohl nicht gedacht. Und so sprang der kleine Junge 7 ganz reale Stockwerke tief aus einem Hochhaus in Istanbul. Erst bin ich aufs Sofa geklettert, dann aufs Fensterbrett und dann bin ich gesprungen wie Spider-Man. Im Film kommt die Rettung meist kurz vor dem Aufprall. Die Wirklichkeit ist nicht so gnädig. Immerhin landete Abdullah in einem Haufen Abfallsäcke, den die Müllmänner noch nicht abgeholt hatten. Was für ein Glück. Mein Freund wollte, dass ich fliege. Er sagte, Spider-Man kann alles, aber er hat mich angelogen. Der 5-Jährige hat sich beim Sprung einige Knochen gebrochen. Spider-Man wäre das nicht passiert, aber der, das weiß Abdullah jetzt, fliegt halt nur in Hollywood. Das waren die Vox-Nachrichten. Nach dem Wetter geht es weiter mit der Serie Kosure Okami. In der Nacht ist es meist trocken. Nur im Südwesten können sich Schauer und Gewitter bilden. Dort fällt auch am Freitag noch Regen, am Alpenrand später auch mit Blitz und Donner. Sonst ist es überwiegend freundlich. Dazu Höchstwerte zwischen 13 und 25 Grad. Am Wochenende ist es im Süden wechselhaft, im Norden meist freundlich. Am Montag gibt es auch dort vorübergehend einzelne Schauer und Gewitter. Dafür wird es überall sommerlich warm.